Servus! Gute! Und jetzt zeigen wir dir, warum unsere Dosen einen Flaschenhals haben. In 3, 2, 1, los geht's! Ihr kennt es bestimmt. Ihr habt so ein schönes, leckeres Kaltgetränk. Ja? Macht das Döschen auf, nehmt einen Schluck. Und dann steht das Ganze natürlich auf dem Tisch. Und beim Camping ist es normal, dass da irgendwelche Fliegen oder Getiers reinfliegt und du dann schönes Protein in deinem Trinken hast. Oder im besten Fall, so wie es mir passiert ist, du nimmst einen schönen Hieb und dann ist dann eine Wespe drin und du wirst hier direkt in die Lippe gestochen und hast dann ja, eine dicke Lippe. Damit das aber nicht passiert, haben wir die ganzen Jahre verschiedene Dinge ausprobiert. Und zwar haben wir solche Deckel, die wir extra speziell haben anfertigen lassen, mal geholt. Und wie ihr schon seht, ja, irgendwie ist das nicht so richtig passend. Dann muss man hier den Schniepel irgendwie rumdrehen. Also das ist nicht ganz so dicht. Eine Alternative ist noch von der Thermoskanne, einfach den Deckel drauf zu hauen. Aber ja, so viel Thermoskannen kann man ja gar nicht haben, wie man manchmal Personen beim Camping ist. Also haben wir uns im Internet schlau gemacht und haben ein paar Gadgets gefunden, die wir jetzt für euch ausprobieren werden. Die drei Buddies haben natürlich auch drei Gadgets. Brauchen wir zwei auch noch einen Schluck. Es gibt hier ein schönes Gadget in einer Art Flaschenhalsform. Und das kann man über die Dose drüber stülpen. Ist halt sehr billiges Plastik, ist nicht ganz so gut ausgearbeitet, geht auch ein bisschen schwerer drauf. Das kann man hier einfach so ein bisschen feste draufklicken. Tatsächlich ist es auch am Rand recht fest. Das kann man von denen abschrauben und kann die aus einer Flasche austrinken. Sieht gut aus. Sieht eigentlich ganz gut aus. Machst den Deckel wieder drauf, wie bei einer normalen Flasche. Funktioniert. Wie ist das Trinkgefühl? Gut. Es ist ja, ich stelle mir jetzt halt vor, das gute Dosenmischgetränk ist jetzt wie, als wenn man es aus einer Plastikflasche trinkt. Ja, sehr, sehr viel. Sehr gut. Also es läuft. Okay. Was wir festgestellt haben, wenn der Deckel drauf ist, weiß nicht, ob es jetzt funktioniert, sollte man die Flasche nicht unbedingt, oder die Dose nicht unbedingt umdrehen. Ja, warte. Ja. Dann läuft es raus. Also es ist also nichts zu umdrehen. Es ist einfach nur, dass kein Tier reinfliegt und einfach... Weil ja, die Kohlensäure... Die Kohlensäure drückt es raus. Also tatsächlich. Aber es soll ja Bienen, Wespen und Fliegen abwehren und das macht seinen Job. Als Alternative haben wir hier noch so eine Art Dosenverschluss uns organisiert. Den kann man hier einfach reinklicken. Einfach reinklicken. Ah, seitlich rein stecken. Und dann kann man das Ganze dann verschließen und wieder öffnen. Okay. Das ist jetzt der Vorschau-Effekt. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so prickelnd. Mal neu reinmachen. Okay. Ja, und dann kann man das hier auf die Seite schieben. Dann habt ihr wieder eine ganz normale Dosenöffnung. Trinkt raus. Vom Gefühl her ist natürlich hier Material, was so ein bisschen meiner Meinung nach stört beim Trinken. Und ja, hier beim Schließen seht ihr, da ist es auch nicht wirklich hundertprozentig genau. Also nicht die optimale Lösung, aber zumindest, dass hier kein Getiers reinkommt, reicht es voll und ganz aus. Aber denkt dann dran, das auch wieder von der Dose abzumachen. Nicht, dass es mit der Dose wegschmeißt. Was wir aber auch hier noch gesehen haben, hier ist eine kleine Führungsschiene mit dabei, die in der Dosenwulst dann nachher die Führung hat. Und was ich jetzt auch gerade gesehen habe, hier am ja, hier in der Nut sozusagen, da nutzt sich schon das Plastik etwas ab. Also da bin ich mal gespannt, wie lange das überhaupt von der Haltbarkeit her benutzbar ist. So, Gadget Nummer 3 ist doppelt, das besteht aus zwei Teilen. Das eine schieben wir auch wieder unter diesen Nippel runter. Auch nicht unbedingt gleich, aber
Oh, jetzt drücke ich die Dose ein, aber ist gut. So, jetzt bin ich drin. Trinken ist wie aus einer Schnabeltasse. Wir haben das heute Mittag schon mal ausprobiert. Funktioniert, aber vom Mundgefühl her ist es halt wirklich, du hast es so schön gesagt, wie eine Schnabeltasse. Der Verschluss ist umso einfacher. Den Deckel, den zweiten, also der mitgeliefert, noch oben drauf. Das Ding ist zu. Ja, und hält. Wenn die Dose umfällt, ich hab's noch gar nicht ausprobiert. Ich probier's jetzt einfach mal. Ja, ist auch nicht ganz dicht. Das hält einfach nur die Fliegen und Wespen von der Dose fern. Was wir auch eben, wie bei dem anderen Gadget festgestellt haben, unten mit dem rein und raus, das ist ja wiederverwendbar, reibt sich das Plastik dann halt einfach ab. Das waren unsere drei Gadgets, um die Dosen zu verschließen, weil wir keine Lust mehr auf Wespenstiche haben. Vor allen Dingen du nicht, Dominik. Ja, das reicht. Kennt ihr andere Gadgets? Benutzt ihr andere Sachen, um das zu machen? Dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und stell die Glocke an, damit du immer informiert wirst, wenn es was Neues gibt. Und folg uns doch noch auf Instagram und Facebook. Ja, aber dann probieren wir es nochmal. Ja, läuft, ne? Ja, also ist mein Favorite. Ja, ich bin dafür, dann nehmen wir das. Also, blau steht mir. Dann würde ich sagen, Prost. Wir haben unseren Favoriten gekürt. Zum Wohl. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Alle Artikel sind natürlich unten in der Videobeschreibung, wenn ihr da mal vorbeischauen wollt. Das haben wir euch dort verlinkt. Und dieses Video haben wir auf dem Campingplatz Odenwald Idyll gedreht. Und wenn ihr mal wissen wollt, was da so abgeht, dann haben wir euch das da oben verlinkt. Ja, dann lauf doch zurück, setz dich hin und setz mir wieder zu. Schade, das habe ich nicht ganz drauf. Können wir nochmal schnell machen. Nochmal bitte. Ich habe lange zurückgehalten. Das war das die Pause, die Pause das war lang genug. Das Wort zum Sonntag. Ich guck mal in die Dose, wie spät es ist. Servus! Gute! Und wenn du. Was war das nochmal? War schlecht, nein, mach's nochmal. Oh je. Okay. Ich muss mal schiffen. Ich auch. Ja, bei mir drückt es auch schon. Oh, Feierabend, oder? Ja, jetzt kommen wir. Also, ich habe jetzt keine Lust mehr. Nee.